Jetzt gibt es eine eklatante Dissonanz in der Frage der Transitzonen. Wie hat sich die Fraktion heute in dieser Frage positioniert? Nun, wir haben große Bedenken, wie das funktionieren soll mit den Transitzonen. Wir kennen solche Transitzonen von Flughäfen, von umzäunten Geländen. Da kommen Menschen an, da kann man auch Menschen einige Tage sicherlich festhalten. Aber wir stellen uns schon die Frage, wie das funktionieren soll bei über 3.700 Kilometer deutscher Außengrenze. Peter Altmaier sagt, aus juristischer Sicht das Ganze betrachtet, es handelt sich ja um eine EU-Richtlinie, die das Ganze möglich mache und die setzen wir jetzt um. Wie bewerten Sie das, diesen juristischen Aspekt bei der ganzen Geschichte? Man kann das umsetzen, aber man muss es nicht umsetzen. Und die EU hat in diesen Tagen darauf verwiesen, dass diese Transitzonen eigentlich für die EU-Außengrenzen und nicht für die Binnengrenzen gedacht sind. Also definitiv keine Zustimmung aus der SPD zu diesem Vorhaben der Union? Na, das Problem ist ja, dass das Ganze bisher nur ein Schlagwort ist. Und wir überhaupt gar kein Konzept im Augenblick erkennen, was diese praktischen Fragen entsprechend beantwortet. Was wir klar gesagt haben, wir wollen nicht um Deutschland herum Mauern und Stacheldrahtzäune errichten. Und wir wollen keine riesigen Haftanstalten für Zehntausende von Menschen. Aber dann müssen Sie es jetzt schon konkret ablehnen können und sagen, nee, mit uns auf gar keinen Fall und definitiv nicht. Ja, da müsste ich ein Konzept kennen. Wofür ich sehr bin, dass wir an den Außengrenzen darüber nachdenken, bei uns vernünftige Registrierzentren zu schaffen, von mir aus auch Wartezonen. Aber große Haftanstalten brauchen wir sicherlich nicht. Und wir haben verabredet in dem Gesetzentwurf, dass wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen schnelle Entscheidungen haben wollen. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn man das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entsprechend ausstattet, personell auch innerhalb weniger Tage in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen über Asylanträge zu entscheiden und da, wo die keinen Erfolg haben, auch eine rasche Rückführung durchzuführen. Was unterscheidet die Transitzonen eigentlich von den eben von Ihnen angesprochenen Wartezonen? Da kommen ja auch möglicherweise viele tausend Menschen gleichzeitig zusammen, müssen warten, bis über ihren Antrag oder über den Status befunden wird. Warum ist das eine Haftanstalt, wie Sie sagen, und das andere zulässig aus Ihrer Sicht? Nun, weil bei den Plänen zur Transitzone ja tatsächlich vorgesehen ist, dass die Menschen festgehalten werden in diesen Lagern, dass das eine Art Haftanstalten sind, wo die Menschen möglicherweise einige Wochen oder Monate sitzen, bis über einen Antrag entschieden wurde. Solche Registrierzentren dienen dazu, dass Menschen nicht unregistriert einreisen, dass die Identität festgestellt wird, Fingerabdrücke genommen werden und die Dinge dann in geordneten Bahnen erfolgen, was die weitere Verteilung angeht. Jetzt gibt es heftige Kritik aus der Union an dieser Haltung der SPD in dieser Frage. Beispielsweise spricht Horst Seehofer davon, sie seien realitätsfremd. Wenn Sie das nicht mitmachen wollen, Michael Große-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, äußert sich ähnlich und sagt, Sie müssen sich mal entscheiden, ob Sie regieren oder Opposition sein wollen. Wie kontern Sie das? Ja, da müsste Herr Seehofer mal mehr machen, als nur irgendwelche Schlagworte in den Ring zu werfen. Er hat bisher kein Konzept vorgelegt. Es war ja auch so, dass er vor einer guten Woche über Notmaßnahmen gesprochen hat, die er in seinem Kabinett präsentieren wollte, eigentlich Ende der vergangenen Woche. Auch da habe ich nichts erlebt. Also da erleben wir viel heiße Luft und ich warte auf Konzepte, die praktikabel sind. Und auch Herr Seehofer muss Vorschläge machen, die zur Lösung beitragen. Jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu jagen von Herrn Seehofer, das stellt noch keine Lösung dar.